Hitbox, das hier, ja, so schön. Ja, wunderbar. Da sind wir wieder. Und das Fahrzeug wurde bereits angeschmissen. Muss ich nur noch lesen. Good morning, driver. Today we will be taking the first service to Severn Beach. The unit is all started up. So move forward to the station and open the doors. Yes, sir. Ja. Wir machen. Ja, Linksruck. Schön, oder? Rübergeruckt. Ah, jetzt kann ich mich aber nicht mehr so hinsetzen, wie ich eben saß. Ja, wir fahren mit der Class 153. Ich weiß es gar nicht. Von Lawrence Hill nach Severn auf der Strecke Western Mainlines von Just Trains, gerade erschienen sozusagen. Und ja, ich bin auch lieber links als rechts, muss ich ehrlich sagen. Machen wir einen Test. Das funktioniert. Das ist eigentlich alles so laut hier. Ah. Funktioniert. Das machen wir mal ein bisschen leiser hier, so. Oder? So? So? Ist ja hammerlaut, ne? Alter Schwede. Sagt auch keiner was. Wie war das denn nochmal mit der Lok hier? Unit, Gearbox, Folder, Unit, ach ja, die muss ja irgendwie aufrüsten, ne? Gott, oh Gott, oh Gott. Na, scheint aber zu laufen. Wir machen mal eine. Nee, Night müssen wir eigentlich machen, ne? So. Mal draußen gucken. Wo sind wir? 53 diesmal, ne? Banbury. Ah, das geht wenigstens noch, also. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie geht denn das hier nochmal? Nö, das müsste ja eigentlich laufen. Bestellt. Schön. Destination Indicator. Ja. Marker. Okay. Das hier nicht. Kann man das vielleicht anmachen? Nö. Soll noch irgendwas einschalten? Brakes vielleicht? Ich weiß es nicht, ey. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wieder in so ein Fahrzeug geschmissen, was man nicht beherrschen kann. Ne, so wäre Fahrsperre, so müsste eigentlich gehen. Warte mal, gibt es hier einen. Ah, hier gibt es einen Schlüssel. So, Schlüssel rein. Ah, dann geht das auch, alles klar. So. Muss auch noch einen Schlüssel hier reinstecken, ja? Sonst geht es nicht. Kinnas. Macht mich nicht wahnsinnig hier mit dem Ding. Sind wir jetzt schon über irgendein Signal drüber gefahren? Ah, ich vermute schon. Mal gucken. Die Weiche da vorne steht auf jeden Fall richtig. Wir haben auch Licht an. Auch hinten. Können wir auch mal gucken. Ja, hinten sieht auch gut aus. Na schön. Ich lasse mal einfach hier. Oh, Geschwindigkeitsüberschreitung möchte ich nicht. So, jetzt scheint es hier nach links rüber zu gehen. Alter, wie kann man denn so einen Scheibenwischer haben? Heater Screen Instrument Panel Light. Yes, Sir. Cap Light. Ja. Muss ich auch mal machen. Schön.
Hauptsache Testcall gemacht, ne? Das ist wichtig. Ganz wichtig. So, wir können ein bisschen schneller fahren. Sollte man vielleicht nicht übertreiben. Da vorne ist Sackgasse. Nein, bremst auf jeden Fall sehr gut. Sehr schön. So, fahren wir hier ein bisschen unter das Dächlein. So, schön. So, BTM, Plattform 1. Also ich muss auf jeden Fall das Cap wechseln, sonst geht das nicht. Geht so. Muss ja nochmal alles eingestellt werden. Schlüssel rein, so. Aha. So, Instrument Panel und Kompressor Speed Up. Boah, mein Gott. Cap Light machen wir auch mal an, ne? Müssen wir hier das wieder. So. Right off. We go, Driver. Türen scheinen zu. Ich fahre jetzt ab. Jungs, geht ab hier. Schön. Brummelt? Perfekt. Wenn die Kiste brummelt, ist super. Obwohl eigentlich Cap Light brauchen wir nicht, oder? Ist doof. So, guck mal, Nachtdesign. Da sieht man was von der Strecke hier. Oh, oh, was ist das? Was piepst da? Wieso piepst die außen? Kaputt? Alter. Außen scheint es ja irgendwie kaputt zu sein. Vielleicht ist noch eine Tür auf. Das wäre nicht das erste Mal. Nö. Macht auf jeden Fall komische Geräusche außen, ne? Innen geht's ja. Naja. Wir fahren einfach mal ein bisschen weiter und gucken, was passiert. Biegen jetzt hier nach links ab. Naja, Karl ist aber zum Glück nicht dabei. Heute mal. Und auf jeden Fall ein bisschen Stoff geben. 25 dürfen wir ja. 25 ist gut. Schön. Also es sollte ungefähr 45 Minuten dauern. Also passt es genau rein. Unser Signal ist grün. Der Scheibenwischer ist echt top, ne? Genau an der Stelle stört er am meisten. Wieso ist die 151 schon draußen oder was? Außerdem darf jeder darf Szenarien einsenden, sag ich mal, ne? Ja, siehst du, die ist noch gar nicht. Aber nicht spruchreif. Keiner weiß, wie sie wird, ja? Ach so, heute ist ja Donner. Ja. Ja. Komm, wir beschleunigen einfach mal. Beschleunigen mal durch hier. Schön. Achso, wir dürfen aber irgendwann müssen wir aber auch wieder entschleunigen, ne? Oh oh. Oh oh. Hier ist schon der nächste Bahnsteig. Schön. Oh, das wird aber nix. Krass, hier ist noch Bahnsteig, aber. Na gut. Okay, wir fahren einfach weiter, als wäre nichts gewesen. Es war ein kleiner Fail hier.
ist ja mal richtig S-Bahn hier, ne? Ist wirklich ein schönes Fahrzeug. So. Hier hinten piept es auch die ganze Zeit. Warum, ey? Ich habe nichts gemacht. Nichts. Vielleicht war es das. Untätigkeit, ja? Könnte sein. Hört sich irgendwie nach Türen an, ne? Ja, wir gucken jetzt mal. Vielleicht sind sie gleich zu. Hey, Edith. Oh, Meobot hat mal eben Dominik gekickt. Ja, hier dann Rumgeschreie. Unglaublich. Oh, warum piepst das denn in der Außenansicht? Ist ja unglaublich. So stark muss ich nicht bremsen, ne? Die Engländer, die bauen auch immer so Strecken, wo man nur 25 fahren kann. Alter Schwede. Oh, hier neben Bahngleis. Nebengleisbahn. Schön. Wäre nur dieses Piepsen nicht. Hm. Ja, 25 Watt Einland ist ungefähr Überschlag. Nein, 12, 37. Ungefähr. Bisschen mehr. Und 30 ist ungefähr 45. Nee. Habe ich jetzt gerechnet? 32. Ja, die Engländer sind auch krass. Die armen Fahrgäste, ja. Piep, 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 die ganze Zeit.
Ja, irgendwie scheint das noch in der Sound Engine zu hängen. Schade, die Lok ist eigentlich toll, ne? Muss ich ja ehrlich gestehen. Also eher gesagt, der Triebzug. Es ist ja ein Triebzug. Ne, das ist doch die 153 Advanced von Just Trains, glaube ich, ne? Das ist halt, sonst wäre die nämlich nicht so schön hier mit diesem abgegriffenen, aufgeschriebenen Start-Stop. Ankuppel. Oh, Ankuppel. Oh, oh. 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 Hey. Hey. So. Müssen wir erst warten, bis der Guard da sein Boot-Boot macht. Ah. Dann mache ich mein Boot-Boot. Und dann darf man losfahren. Tradition in England. Ankuppel. Cover geil. Super. Mein Lieblingsspielzeug jetzt. Bestimmt gibt es davon eine neue Version. Ich habe die nicht installiert, ne? Aber ganz ehrlich, manchmal möchte ich einfach keine Updates machen. Manchmal ist einfach so, das ist so viel auf der Festplatte und dann, oh nee, nee. Da kann man einfach nicht hinterherkommen. Kann man da irgendwie weiter weg? Ja. Aber es geht auch nicht weg, ne? Ich finde es scheiße. Kann man das irgendwie wegmachen? Unglaublich, ey. Der wird sich freuen. Ja, funktioniert nicht, ne? Türen auf in Redland. Und Scheibenwischer aus. Der ist ziemlich laut. Aber wir können auf jeden Fall mal ganz kurz auf der Karte gucken, wo wir sind. Weil die Strecke ist nämlich echt groß. Also wir sind hier unten, fahren jetzt hier weiter. Und die ist so groß, ja. Das muss man sich mal ganz kurz hier auf der Zunge. Also da, ich kann gar nicht so weit rauszoomen, dass ich die gesamte Strecke sehe. Es ist unglaublich, wie groß sie ist. Oh, komm. Dominik Bliet. Unglaublich. So, wir fahren weiter. Aha. Ah, das war's. Ah, hier hinten ist es aber noch scheiße. Wir fahren mal schön weiter hier. Ja, die Engländer fahren viel mit Diesel, ne? In England den Scheibenwischer links abzulegen, ist das ist doch schlecht konstruiert, oder nicht, der Triebzug hier.
Aber er fällt schön zurück, ne, muss man sagen. Ausfahrsignal ist auf jeden Fall grün, wunderschön. Nein, das habe ich getan. Oh Gott. Motor ausgemacht. Ich wollte Türen aufmachen. Auf Z gekommen, ja. Wie dick ist der aus hier? So, ach so, das wollte ich wissen, genau, Zuschauer. Wunderbar. Ja, schön. Och, wieso ist das denn so? Oh, nee, das wollte ich nicht. Kann es einfach nicht genießen. Außenansicht ist hier scheiße. Oh, ist eine schöne Strecke, muss ich sagen. Wir fahren weiter. Ja, das piept echt, ne? Schlimm. Kann das so sein? Möchte ich nicht. Kann man hier eigentlich noch weitere Sachen einstellen? Nee, ne? Nee. Schade, schade. Rauchen ist hier nicht erlaubt. Ich kriege alles kaputt, ne? Ist schlimm, ey. Mein Gott. Das ist kein RSS-Servo. Oh, ja, aber die von Just Trains machen auch schon einiges. Aber gut, vielleicht das nicht, ja. Schön durch den Tunnel hier, stundenlang, ja. Oh Gott. Ja, der Sound ist echt gut, ne? Ist auch eigentlich ein schönes Fahrzeug. Wenn dieser kleine Piepser da nicht wäre, ich werde da auf jeden Fall gleich mal nach einem Update gucken. Nicht, dass das mein Fail war. Weil, wenn man britische Fahrzeuge mag, kann man auf jeden Fall sehr gut bei Just Trains vorbeigucken. Die machen die wirklich schöne Sachen. Und bauen auch sehr schöne Strecken. Schönes Kurvenquietschen. Ach, das Piepsen könnte von da kommen. Stimmt, da werde ich gleich mal den... hier beim nächsten Halt werde ich da mal den Schlüssel rausreißen. Vielleicht liegt es wirklich daran. Hast du... Alle Stellwerke, alter Schwede, super. Hier muss man leider hornen. Schön. Tschö, Trainer. Ja, vielleicht komme ich gleich noch um TS. Könnte gut sein. Oh, ich bremse jetzt mal ein bisschen früher, damit wir da nicht wieder durchrasseln. Scheint auch so, als würde die Sonne gerade aufgehen.
Kasten oben links. Nee, ah, nee, der ist GSMR. Nee, das ist nicht so schlimm. Ach so, nee, du meinst, ach so, du meinst das rote Ding da, ne? Das ist die Anfahrsperre sozusagen, aber nee, das dürfte es eigentlich nicht sein. Aber ich werde gleich jetzt gleich mal ins einen anderen Führerstand wechseln. Das war eigentlich eine gute Idee. Den mal hier abrüsten, also möchte ich eigentlich nicht so. Schlüssel raus. Engine aus. So. Selbst bei abgeschaltetem alles. Naja. Ach, der ist das vielleicht. So, jetzt müssen wir eigentlich hier wieder. Das müsste eigentlich die richtige Seite sein, ne? Ich hoffe. Oh Gott, hoffentlich ist das die richtige Seite. Müssen wir den wieder aufschlüsseln? Oh, echt? Ist falsch? Warte. Dann muss es der hier sein. Ja, das ist er. Okay. So, den müssen wir wieder aufschlüsseln. Ah. Ah. Außenansicht ist auch ruhig. Wie schön. So. Licht ist an. Das ist auch an. Ja, Bremse lösen. Ach nee, Motor ist nicht an, ne? Können wir so viel Bremse lösen, wie wir wollen. So. Stellwerker hat's gesagt. Super, vielen Dank. Super Idee. So. Manchmal nützt es ja, so ein Triebfahrzeug wirklich mal auf und wieder ab und wieder aufzurüsten. So rum ist es richtig. So, hier auf der Brücke ist nur 15. Oh nein. Nein. Das ist wieder da. Es ist wieder da. Schade. Ich hätte ja gerne ruhige Fahrt gehabt. Und auch mal eine Außenansicht, aber nein. Nee, nee, das geht nicht. Ja, da muss ein bisschen gepiepst werden. Ganz toll. Nee. Das liegt nicht am PC, glaube ich. Wäre schön, wäre schön. Hier ist wenigstens nur leise. Schön. Guck mal hier aus dem Fenster beim Piepsen. Ist ja schrecklich, ey. Liegt am PC, ich glaube. Ja, so Fehler gibt es schon mal im TS. Das ist schrecklich. Ja, das liegt am Fahrer. Das könnte schon eher sein hier, der Sigi. Der weiß Bescheid. Wir quietschen uns hier hart durch die Landschaft. Doch, war doch schon Train Fever. Also es gibt bei der Strecke auch noch 3D-Schienen, aber ich habe die ausgemacht. Die sahen irgendwie scheiße aus. So, wir fahren etwas langsamer. In Shrihampton Station werden wir jetzt gleich einfahren. Schön.
Wunderbar. Türen auf. Piepst das Ding, ey. Das ist. Aber es piepst auch überall, ne? Ich kann ja 2 Kilometer weggehen. Komisch. Ja, ich guck noch mal. Also hier. Oh, hier ist ein Schlüssel drin. Aber ich glaube, die werden immer wieder reingesteckt, wenn. Nein. Das müsste der richtige sein, oder? Jetzt muss ich den hier wieder reintun. In City Skyline immer gescheitert ist? Nee. Das ist doch da einfach an Langeweile gescheitert. Danach so langweilig. Genau, mit dem Stau, das war so langweilig. Ja, obwohl das fand ich eigentlich noch ganz witzig, aber mir wird es irgendwann, war die Stadt so groß und das wurde irgendwie langweilig einfach. Jetzt piept's nicht mehr. Auf jeden Fall für die nächsten 20 Sekunden. Schön. Tschö, Eisenbahnfan. Aber es ruckelt dafür, ne? Ja, 15 FPS. Ja, ist ja super. Schön. Nö, 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 nö. Train Fever ist nicht aufgegeben. Eigentlich hatte ich ja auch noch Bock, aber ich habe gedacht, so, ja, komm, machen wir mal. Wir hatten ja auch schon vorher direkt am Anfang verabredet, dass es, oder eher gesagt, ich hatte schon gesagt, dass es in der letzten Stunde dann Train Simulator gibt. Ja. Vielleicht können wir das mal immer so einführen, oder? Ja, ich weiß auch nicht. Könnt ihr mal drüber abstimmen? Ich mache jetzt gleich mal eine Umfrage rein. Könnt ihr darüber abstimmen? Noch die vorletzte Station. Ja, aber Train Simulator ist auch. Da muss man dann immer Szenarien finden. Wir können dann immer Quick-Drive fahren. Aber das ist auch langweilig, ne? Das ist auch für mich langweilig. Schön. Tür zu. Ja, ein Baumann-Szenario. Jede Woche.
Oh, nee. Warum macht er der Diddle-Diddle-Lied? Oh, ja, doch, ja, doch, ja, doch, ja. Ich krieg die Krise hier. Jetzt ist draußen ruhig, drinnen nervig. Ach, das war Polizei? Ah, nein, das war der Bahnübergang. Kann das sein? Ja. Ich weiß auch nicht, warum hier die Schienen so bewachsen sind. Wird ja wohl nicht in echt auch so sein. Meinst du, der Guard macht dann so Sachen? Ne, ich glaube, das war wirklich... Wir gucken mal eben, ob da hinten... Ja, hier ist das. Bahn über Yang. Ja, ist wirklich Nebenbahnflair. Alter Schwede, ey. Ja gut, es ist auch 15 hier, ne? Ganz langsam. Sieht auch irgendwie so aus, als wären wir gerade über so ein Werksgelände gefahren oder so, ne? Wenn man nichts macht, dann kommt nämlich diese Warnung. Fast wie eine Sifa, aber dass sie halt rafft, wenn dass man die auch mit dem Erhöhen der Geschwindigkeit zum Beispiel, also mit dem Fahrhebel auch bedienen kann. Klar habe ich den Transrapid. Sigi, hast mein letztes Video nicht gesehen? Alter Schwede. Achso, das ist Karl gefragt. Wie, ja, habe es also unglaublich. Unglaublich, Sigi. Ich bin tief enttäuscht. Ich weine fast. Ich habe gerade eine Träne hier verdrückt, ja. Man fährt hier echt mitten durch so eine Raketenabschussbasis oder was? So riesige. Alter Schwede. Oh, oh. Sanden! Nein! Oh, da brauche ich nicht mehr zu bremsen, glaube ich. Ah, kann ich nicht auf YouTube hochladen. Geht nicht, ja? Dann brauche ich auch gar kein Gas mehr zu geben. Jetzt die Strecke vor uns besetzt. Mhm. Der Regen war schuld. Das war gerade eine Bahnhofsverpeilung. Zuschauerzahl sinkt rapide. Nee, kommt noch eine. Hoffe ich. Ja. Ich denke immer, das wäre mein Signal. Ist es aber nicht. Okay. Das wird mir irgendwann als Lokführer, als richtig auf den Sack gehen, ey. Alter Schwede. Tsch, 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 tsch.
Oh, eine Pipeline. Ich liebe Pipelines. Weil es ein Rohr ist. Yay. Schön. 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 Gefällt mir. Wo geht das bloß hin? Da möchte ich aber nicht, dass da Öl drin transportiert wird, ja? So wie die aussieht. Alter Schwede. Ist auf jeden Fall irgendein Rohr, ne? So, gleich sind wir in Severn Beach Station. Schon Streamende sozusagen, ne? Krass, passt fast genau. Bisschen Musik. Ende im Stream. Tschüss, Sven. Gute Nacht. Wir können ja mal 50 fahren. Da darf es keine Bahnhofsverpeilung vorkommen, glaube ich. Na, ich lasse den mal an. Nicht, dass wir da hart einschlagen. Gute Nacht, Block B. Tschö, Hightower. Machen wir ausmachen jetzt hier. So. Severn Beach Station. Angekommen. Türen auf. Türen gehen sogar auf. Wunderschön. Steht das an. Ah, hier noch ein bisschen Werbung. Schön. Ja, tschüss, Schenker. Macht gut. So, und ich verabschiede mich jetzt auch mit diesen wunderschönen Bildern von Severn Beach. Leider mit ein paar Bahnhofsverpeilungen. Türen gehen zu und ich sage bis nächsten Donnerstag 19:30 Uhr. Tschüssi.